Hallöle und guten Tag, hat er gesagt, im Bauch der Schlange. Ganz ruhig, Lara, ganz ruhig. Naja, ich weiß nicht. Ich höre irgendwelche Stimmen. Okay. Echt? Ach so, okay. Widerlich. Warum sind denn hier so viele Leichen, ey? Wie wird das runterfällt? Ist das pervers, da ich das will? Er kann den nicht runterschubsen. Schade eigentlich. Ich dachte, vielleicht geht das. Oh. Geronimo! Alter, ab sein. Warum sind die da gefangen? Alter Schwede. Die sagen auch gar nichts, ne? Die hängen da einfach. Ach, die sind aufgegangen. Die hängen da nicht. Die hängen da nicht ab. Ach du Heiliger. Okay. Naja, das ist easy. Für Lara ist das easy. Okay, keine Hektik. Nö, nö. Aber mach hin. Boah, ist das Blut oder ist das Öl? Kann schon wieder stimmen. An Kante einhaken. Ich wollte ja mit E werfen. Okay. Nur nochmal. Nein! So, jetzt mach mal hin. Okay, keine Hektik. Nee. Werfen mit E, während sie springen. Ah, jetzt heute. Du schaffst es. Ach du meine Güte. Der Felsen ist schon ein bisschen alt, ne? Rituelle Opfer. Ohne Kopf. Oh doch. Nee, da ist kein Kopf dran. Okay. Da war einfach kein Kopf dran. Kopfloser. Da bin ich mal gespannt, wen wir hier jetzt noch begegnen und wer uns nicht so gut ist. Scheiße. Tür zu. Hier. Ich habe wohl keine Wahl. Nee, ab durch den Leichenkeller. Das ist wirklich mal ein Leichenkeller. Oh nee, bleh. Nee. Ich weiß ja nicht, ob ich da reingekrabbelt wäre, ne? Irgendeiner hat da. Einer weniger. Gib mir hier Stuff. Ist das einer der Rebellen? Ich weiß es nicht, aber so viele wieder eingekerchert waren, ey, das ist ja der Wahnsinn, ey.
Es gibt irgendwo einen Zugang. Ja, ich sehe den schon. Okay, hier ist wirklich alle zu. Also hier meint der doof wahrscheinlich. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ach, das Ding da rechts da, ne? Ja, ja. Dadurch. Die Zunge. Das hier. Das ist das Silberauge. Naja, gut. Der Geruch wird immer stärker. Kopf der Schlange. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Uchu über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt eine Reihe und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Unuratu ist die rechtmäßige Königin von Paititi. Ihre Familie wurde durch den Kult von Kukulkan von der Macht verdrängt, nachdem eine Hungersnot beinahe die gesamte Stadt ausgelöscht hatte. Ihr Ehemann Sairi starb, als er in der Umgebung von Paititi auf der Jagd nach Nahrung war. Sairis Bruder Amaru, oder Dr. Dominguez, fühlte sich verantwortlich und übernahm die Kontrolle über die Stadt, wobei er auf Ressourcen von Trinity zurückgriff, um die Paitizianer bis zum Ende der Hungersnot zu ernähren. Obwohl Amaru die Stadt also gerettet hatte, herrscht der Kult nun in seiner Abwesenheit mit Arroganz und Einschüchterung. Unuratu und ihre Rebellen kämpfen für die Befreiung der Stadt aus den Klauen des Kults von Kukulkan und die Wiedereinsetzung ihres früheren Herrschergeschlechts. Unuratu wuchs in dem Glauben auf, dass ihre Familie dazu bestimmt ist, das Ritual der Schatulle von Ixchel durchzuführen und die Sonne für das nächste Zeitalter wiederherzustellen. Ich weiß nicht, also diese Glaubenssachen. Ich denke mal, ich muss hier ran, ne? Sieht aus, als wäre es der einzige Weg. Okay. Einzige Weg. Die Barriere muss verbrennen. Ja. Ich habe hier mehrere Sachen. Ich muss hier erstmal. Ah, okay. Das nehmen wir natürlich erstmal alle. Jede Kiste ist meins hier. Hier ist ein bisschen Öl. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Dann kann ich hier noch ein bisschen was lesen. Auch nicht schlecht. Eine einsame Gestalt, die sich in einem Zustand innerer Ruhe zu befinden scheint, als würde sie auf etwas warten. Okay. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Jetzt hier? Können wir Feuer stoßen, oder? Okay. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Ja, ich muss hier erstmal gucken. Ach da, guck mal, da können wir irgendwas machen. Öl. Voller Öl und Blut. Aha. Ist aber günstig gemacht, ne? Kein großartiges Rätsel. So. Wie komme ich jetzt dadurch? Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Achso, du brennst dann einfach so weg. Ja, klar. Das waren ja nur 80.000 Liter Öl. Okay. So eine Art Aderlasskammer? Alte Schwede. Eine Barriere. Also hier ist irgendwie auch wieder was, ne? Ich kann hier was machen. Oh. Okay.
Aber ich weiß jetzt nicht, was der hier anfeuert. Aber das sehen wir jetzt gleich, glaube ich. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Wieso? Ach, da unten müssen wir jetzt spielen, oder was? Okay. Können wir denn hier oben was machen? Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Also hier irgendwie können wir nichts drehen? Guck mal. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Okay. Ah. Das muss ich auch drehen? Ich muss da irgendwie hin. Aber hier ist ja kein Dings dran. Aber schau mal, wenn ich den jetzt hier. Den können wir damit. Ah, guck mal. Drehen wir nämlich alle beide. Einleuchtend aus. Der Weg. Also fließt zwar runter, aber, und jetzt hat das wart, oder was? Davor habe ich nach unten gedrückt, jetzt muss ich nach links drücken, okay. Ja, da hat sich. So, jetzt ist der schon mal gedreht. Lass mal los. Und hier passt das auch. Ja, der macht da so rein. Ah, der muss hier in die zweite rein. Mhm. Also der muss in der zweite. Könnte doch schon mal richtig sein. So, zack, 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 zack. Ne, der geht da. Ne, dann fließt denn da runter. Ne, 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 ne. Das ist nicht richtig. Nicht richtig. War das hier jetzt richtig? Das ist aber auch nicht richtig. Das sieht besser aus, oder? Guck mal, geht ja jetzt da an den zweiten. Zack, zack, zack. Zack, zack. Oh ja. Der ist jetzt diesmal richtig. Was für ein Rätsel, ey. Schatulle. Ja, ich denke mal nicht, dass wir jetzt gleich zur Schatulle kommen. Aber wer weiß, ne? Was ist jetzt so hier auf uns wartet. Ja, gab's hier ja nicht. Oh. Noch fehlt. Für den Dolch. Das ist ein bisschen eine Paparazzi-Show hier. Und da ist gleich der Ausgang.
nur. Hier ist der kleine Rebellenprinz. Ashley! Da drüben, schnapp sie! Go, go, go! Ah, das war aber jetzt in die, keine coole Abkürzung. Nee, komm mal, jemand! Wie Wäsche aufhören. Mäuschen, du hast viel Schlimmeres schon durchgemacht. Woher haben wir den Pfeil denn wieder? Hey Lara, falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay, ich komme zurück, so schnell ich kann. Hm. Okay, jetzt haben wir alle abgehangen. Also hier ist auf jeden Fall schon mal ein Lagerfeuer, bis gut. Der Marktplatz. Erzähl mal was. Ach, heute nicht? Jetzt fühle ich mich ja ein bisschen beleidigt, ne? Können wir irgendwas hier machen? Oh, guck mal hier, 3. 1. Also das irgendwie... Ne, ich weiß nicht, was wichtiger ist. Ich gucke erstmal. Und ich mach mal alle, ne? So, hier können wir noch ein bisschen was machen. Ah, tschüss. Katze. So. Und den hier aber jetzt nicht mehr. Okay. So. Und Fähigkeiten. Das da mit 3 Punkten ist natürlich ein bisschen geil, ne? Weil jetzt können wir hier auch mal hier was Geileres machen. Krallen des Adlers, ne? Das ist benutzen ein Seilpfeil von Essen aus, um Feinde zu töten, ihre Leiche in den Gästen zu verstecken. Ja, ob das jetzt so geil ist. Stellen Sie Lockpfeilen aus feindlichen Leichen her. Feinde werden angelockt und lösen tödliche Schrapelexplosionen aus. Überreste Outfit. Nutzen Sie Konzentrationspflanzen, um Reaktionszeit und verlangsamere Zeitwahrnehmung beim Ziehen zu verbessern. Nee, auch nicht so geil. Was ist das hier? Lesen Sie ihn lautlos ausschalten, einen zweiten Feind, um eine Ausschaltenkette durchzuführen. Nee. Oh ja, nach einem Lautlos-Kill. Das hört sich gut an. Und dann machen wir den jetzt gleich noch weg, ne? Dann haben wir das weg. Also wir müssen ja noch ein paar, richtig viele, eigentlich unendlich viele. Uratu ist bestimmt besorgt wegen Ashley. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Bin ich denn eigentlich? Okay. Ah, hier unten ist ja denn... Aha. Ja, komisch, ne? Und hast du? Oh, ich habe Uchu noch nie so wütend erlebt. Uchu? Wirklich? Was ist passiert? Ich sollte nicht tratschen, aber er und Kabil haben sich gestritten. Ui. Sie haben geflüstert, aber man konnte sehen, dass sie immer wütender wurden. Ist hier unverfügbar. Ja, das würde ich denn gerne wieder mal als erstes machen, ist klar. Da ist eine Sonne, aber ich kann da nichts nehmen. Feder. Du hast nur ständig hier rein hier. So, dann gehe ich hier mal rein, ne? Moin, kleiner Mann. Tut mir leid. Niemand darf passieren. Ich wiederhole. Kukulkan will, dass das Gefängnis komplett abgeriegelt ist. Niemand darf rein oder raus. Benötig Schlangenwachen-Outfit, okay. Oh, da müssten wir bald mal gucken, ne, ob das denn so geht. So. Ha.
haben wir gelernt. Haben auch direkt uns das Genick weggebrochen. Achso, nach hier ist natürlich jetzt gar nicht so der beste Weg. Aber dadurch, dass wir ja jetzt eh in der Höhle waren und mit Leichen gerungen haben, fast schon gekuschelt. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Ist ja so ein Bad ja auch gar nicht mal so schlecht, ne? Hauptsache ich komme hier hoch. Ja, ich wollte schon sagen, du musst da auch hochgehen. Da ist nur ein Stück Holz, ich gehe mal hier so lang. Kann ich den nicht einfach niederstrecken da? Das wäre wesentlich einfacher, ne? Hier ist immer nur Holz, ne? Statt so irgendwas anderes hier mal hinstellen. Okay. Findet hier für ein Seil? Ah, ich kann hier gar nicht hoch, oder? Ich muss noch gucken, wie ich da zur Dings komme, ne? Da irgendwo oben im Garten. Ich will ja gar nicht da zur... Ich muss ja hier irgendwie nach rechts weg oder so. Oh. Unuratu! Sie haben Ezli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Er ist 6. Was ist das? 3-7. Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ezli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Weiß ich nicht. Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ezli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Haben die alle die gleichen Ärmchen irgendwie? Scheint so, ne? So, da hinten müssen wir noch rein für die Nebenmission, aber das in der nächsten Folge von Shadows the Tomb Raider. Bitte entschuldigen.